gehst. Ich glaube, ich könnte deine Hilfe brauchen. Du glaubst? Okay, ich brauche wirklich deine Hilfe. Können wir uns treffen? Na sicher. Sag mir einfach, wann und wo. Du ahnst ja nicht, wie schön es ist, das zu hören. Komm zum Aldecaldos-Lager. Ich erklär's dir dort. Die Aldecaldos? Ich dachte, ihr kennt euch nicht mehr. Ach, ist eine lange Geschichte. Beeil dich einfach, ich bin schon da. Okay. Und damit willkommen zurück. Ich würde sagen, wir gehen wieder zu Panam und verfolgen jetzt die Panam-Story. Ja, ich fahr dann da mal hin. Bis gleich. So, Leute, wir sind bei den Aldecaldos angekommen. Da vorne ist Panam. Dann schauen wir mal, was ich für einen neuen Auftrag hatte. Dass wir mal die Panam-Reihe machen. Wie? Gut, dass du hier bist. Jo, was ist denn los? Was ist los? Sag schon. Die Wraiths haben Saw. Die Bleibirne ist mit einer zu kleinen Patrouille raus und jetzt verschwunden. Sicher, dass es die Wraiths waren? Saw. Saw war doch der Anführer, ne? Darunter auch jemand Wichtigen. Wir müssen Saw befreien. Weiß nicht wieso, aber ich wusste, ich kann auf dich zählen. Ja. Wir sind Schumbas. Immer, Panam. Du und ich, wir sind Schumbas. Dachte, das weißt du. Vorsicht, sonst glaub ich dir noch. Dann wirst du mich nicht mehr los. Ich werd's überleben. Bei allem guten Willen hast du aber bestimmt nichts gegen eine kleine Belohnung. Das beste Gewehr der Westküste. Eine Tektronica Grad. Du hast sie schon in Aktion erlebt. Ja, ich hab von eine. Von drauf, der Dank der Aldecaldos. Hört sich schick an. Wenn du sie in der Hand hältst, wird aus schick ganz schnell arschgeil. Und jetzt komm mit. Mitch erklärt dir die Details. Hört sich doch gut an. Eine neue Schnippe. Könnte man ein Update vertragen, meine Sniper. Ist zwar immer noch ziemlich mächtig. Nicht mehr. Panam und wie? Was ist denn da los? Hey, jetzt geht die Party ab hier. Der? Lässt sich hier blicken nach der Sache mit Scorpion? Wegen Saw wahrscheinlich. Ignorier das. Hey, Panam. Ernsthaft? Du willst das echt durchziehen? Irgendwer muss es tun. Du weißt, dass das durchgeknallt ist, oder? Irgendwer muss es tun. Ja, sitzt er hier noch rum, ihr Pfeifen. Panam hat halt Feuer für 10, hä? Die ist schon cool. Wo steckt Mitch? Er sollte mich hier treffen. Ach, das ist wohl die Crew. Er müsste gleich hier sein. Du hast nichts von Hilfe von außen gesagt. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Okay, wie willst du das durchziehen? Still und leise. Ein offener Angriff wäre Selbstmord. Mitch kümmert sich schon um die Drohne. Du schleichst dich ins Wraith-Lager, ich deck dich. Still und leise. Zwei reichen da aus. Nicht, dass ich was dagegen hätte, den Ruffen eins reinzuwürgen. Es ist nur... Sieh dich um! Die letzten Angriffe haben die Hälfte von uns ausgeschaltet. Unsere Vorräte hängen irgendwo bei Reno fest. Und die Ausrüstung ist Rotz. Wir stecken bis zum Hals in der Scheiße. Wer weiß, ob wir uns da je wieder allein rausziehen können. Euer Anführer wird geschnappt und ihr hofft auf das Beste? Ich denke lieber nicht darüber nach, was ihr für die Schwachen unter euch tun würdet. Du hast echt Nerven. Lass ihn, Carol. Er kann es nicht verstehen. Da kommt er. Mitch. Mitch ist da. Na, Bro. Ich habe eine Drohne zum Wraith-Lager geschickt. Willst du es dir ansehen? Oder lieber noch weiter rumnörgeln? Ja, damit. Dann sehen wir mal, was wir haben. Die Ruffen können sie nicht sehen. Tarnung ist an. Aber das frisst massig Akku, also beeil dich. Die haben sich in der Zementfabrik breit gemacht. Mit einer Menge Ausrüstung. Okay. Die sind wie Heuschrecken. Schwärmen irgendwo ein, fressen alles kahl und gehen wieder. Aber diesmal... Siehst du die Wand? Die haben primitive Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Das spricht dafür, dass sie planen, länger hier zu bleiben. Frage ist nur, warum? Ich wette, einer der Gründe ist Saw. Wenn schon mal ein Sniper? Ist, wir müssen da rein. Der Wachposten dort ist bestimmt mit dem Rest des Lagers verbunden. Dort gehen wir rein? Vielleicht, aber es gibt auch Lücken in der Mauer und schlecht bewachte Bereiche. Mhm.
Ist da auch noch einer? Ne, ist nur ein Fahrzeug. Siehst du die Spuren? Ja. Reifenspuren. Ihre Fahrzeuge waren schwer beladen. Könnte Ausrüstung gewesen sein. Das oder Saul ist nicht ihr einziger Gefangener. Der hat auch ein Scharfschützengewehr da oben liegen. Drei Spuren führen zum Laster. Kannst du ihn scannen? Der, den Laster. Ja, jawohl, jawohl. Hab ich doch gerade. Hallo. Oh, nochmal. Jetzt macht das. Okay. Da drin haben sie bestimmt Saul festgehalten. Hm. Das Hauptgebäude, da. Da müsste Saul drin sein. 1, 2, 3, 4. 4 sehe ich. Das ist riesig. Klingt wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. 5. Wenn sie noch nicht alles aus den Wänden gerissen haben, könntest du das lokale Kameranetz hacken. Du musst nur den Kontrollraum finden. Also 5 Mann drinne. Da ist noch eine Wache. Ja, so. Um die 20 Mann. Da ist auch noch einer auf dem Wehrgang. Die Brücke verbindet die Garage mit dem Hauptgebäude. Okay, damit können wir arbeiten. Ja, ich finde da schon rein. Alles klar soweit? Ja, sicher. Ja, holen wir Saul da raus. Perfekt. Mitch, ist der Van bereit? Hab getan, was ich konnte. Guck's dir an. Ja, da. Sauber, Mitch. Naja, ich musste ziemlich improvisieren. Egal, das wird reichen müssen. Ja. Ready, oder was? Noch. Ich hab da noch was. Falls Saul nicht schon tot ist, werdet ihr das hier brauchen. Aufgemotztes Superjet, Elefantendosis. Sollte seine Pumpe wieder auf Zack bringen. Großer Kerl, hä? Hör mal her damit. Das hoffe ich. Werd ihn kaum auf dem Rücken raustragen. Okay, das sollte alles sein. Wie, fährst du mit mir mit? Ja, ja, sicher. Ja, klar komme ich mit dir mit. Okay, du fährst. Ich soll fahren? Ja, ich muss noch an meinem Zielfernrohr basteln. Das ist neu. Okay, normal möchte sie fahren. Fahren halt wir. Nicht, dass er sich hat schnappen lassen. Andere okay. Aber Saul? Du sagtest doch selbst, er ist nicht in Topform. Schon, aber Zivilisten unter starkem Beschuss über die Grenze schaffen? Dann einen Petrochem-Tanker klauen, die Ventile öffnen, Achten in den Sand malen und alles anzünden, um den Kids eine Show zu liefern? Das ist der Saul, den ich kenne. Jeder hatte seine Idole. Schon klar. Aber... Ja, das ist so eine Art Vaterfigur oder was? Weil er da der Clan-Boss ist. Boah, Drifting Van. Heilige, siehst du das? Seh nix, hier ist Nebel. Das ist ein richtig fetter Sturm. Sieht okay. Übel aus. Er sieht nicht nur übel aus. Wir müssen uns beeilen. Wo denn? Der Nebel oder was? Ist das ein Sturm? Wir müssen das Auto verstecken. Park neben dem Fels. So, das jetzt wieder für ein Steinchen. Okay, los. Ich suche mir einen Hinterhalt und behalte dich im Auge. Pass da unten auf dich auf. Das kriegen wir schon hin, Panam. Das kriegen wir schon hin. Wow, ich bin direkt runtergeslidet. Das war nicht der Plan. Ich wollte nicht gucken. Nee. Hallo. Den nehmen wir mal aus dem Spiel direkt hier. Da oben ist der Sniper von vorhin. Sollte eigentlich keiner mitkriegen, wenn der abbraucht, oder? Level up! Okay, bin auf Position. In deiner Reichweite. Minen oder sowas hier? Nee, ne? So, ich probiere mal darüber zu jumpen. Ohne, dass mich einer entdeckt, hoffentlich. Hallo. So geht der Doppelsprung jetzt wieder nicht. Jetzt. Dann mal von hier rein. Mal gucken. Hier ist da vorne auch noch einer rumgeeiert, als wir so mit der Drohne das Gebiet abgesucht haben. War gerade was. Ich will die Kiste noch haben, schnell.
muss jetzt einer sein. Da ist er. Zack. Okay, das Hauptgebäude ist in deiner Nähe. Dort müssten sie es heute festhalten. Noch einer irgendwo? Warte. Nee. Scheiße, bleib in Deckung! Genau, in Deckung, bleib doch ruhig. Meine Güte, macht hier ein Tower. Ach, da sitzt noch einer, deswegen. Ah. Den ist jetzt hier, oder was? Ja. Okay. Ja, ich würde mal nicht durchs Haupttor gehen, ne? Warum hält er sich jetzt nicht fest? Manchmal ist wie ein bisschen zickig. Ja. Der Scharfschütze ist kein Problem mehr. Geh weiter. Den habe ich auch ausgeschaltet. Okay, Hauptgebäude. Halt die Augen offen. Sol muss irgendwo da drin sein. Hier war auch eine Wache drin, das weiß ich noch. Was ich dir gesagt habe. Finde den Kontrollraum, dann gehören die Kameras. Und den packen wir. Packen wir. Knack. Ein Kontakt bleibt in Alarmbereitschaft. Ah. Was ist das? Das ist der Kontrollraum, ne? Wir müssen doch jetzt hier meine Datei. Exoskelett. Ja, okay. Das passt schon. Aufklärungsbericht. Detektorbrillen. Aber jetzt ist jetzt hier nichts Großartiges dabei. Ah, okay. Remote übernehmen, aber wir machen mal ausschalten, dann ist schon mal weg. 6 Kameras weniger, jedes Mal drücke ich Escape. Das ist. Alarm? Ja. Jetzt habe ich nie aufgepasst. Verdammte Axt. Weil ich so an den PC vertieft, zieh dir die Sicherheitsaufnahmen an. Ach so. Moment. Machen wir das noch schnell? Dafür muss ich mich jetzt hier remote. Da ist er doch. Panam, ich hab Saul gefunden, glaube ich. Im Keller. Wie geht's ihm? Schwer zu sagen. Zu dunkel. Okay, geh runter und hol ihn. Vielleicht klar. Kommen wir ja noch rechtzeitig. Die noch mehr Wachen jetzt? Oh, da liegt ein Epic. Müssen wir natürlich mitnehmen, ne? Also ich sehe jetzt hier immer. Oh, da ist sogar ein Lechi da hinten. Ich glaube zwar, das sind nur Ressourcen. Aber hey. Können wir brauchen, oder? Was ist denn das für ein Epic hier? Jawohl, na gut. Okay. Geld kann man nicht mehr gebrauchen. Also. Das ist Lechi. Oh, das ist sogar eine Waffe. Okay. Den muss ich mir mal im Nachgang mal richtig angucken, weil da kommt man sogar einen Schalldämpfer drauf machen. Ich habe zwar eigentlich den anderen Tech-Revolver, weil der ist richtig gut stark. So, hier ist irgendwie eine Treppe. Zeigt er mir an. Gehen wir mal da runter. Da ist einer. Jetzt. Ah, ihr kuschelt zwar, ja? Zwei Kuschelbärchen. Da liegt noch einer rum. Da liegt da rum. Ah, Panam. Hier liegt ein Mädchen. Tot. Ausgeweidet. Und ich glaube nicht nur wegen ihres Chroms. Verfickte Raffin! Seelenlose Pisser! Für diese Wichser gibt's keine Grenzen! Habe ich das jetzt so verstanden, dass es, sie auch, sich auch gerne mal einen Happen rausschneiden, oder? Also, ich habe es jetzt so verstanden gehabt. Irgendwie. Okay, jetzt gucken wir mal kurz in die Dateien rein hier. Okay, das war das von vorhin. Das ist ja nicht Escape. Es zieht. Ja, wir trinken.
Okay, das ist wieder dasselbe Zeug. Ich klicke das zweimal an hier, weil manchmal schaltet man da irgendwie so Nebenmissionen frei. Deswegen. Okay. Da ist er. Ich glaube, ich habe ihn. Aber da war auf der Kamera auf jeden Fall noch. Glaub nicht. Gut. Noch eine Wache. Da war noch eine Wache. Ich weiß es. Da ist nochmal ein Lecci. Oder waren das die zwei Hampelmänner, die da oben waren? So. Waren das die? Das waren die, ja. Moment, Sol. Ich muss mal kurz hier. Schema. Ah, cool. Zum Herstellen hier produzieren, sag ich schon. So, 22. Ich kann zwar noch keine Lecces herstellen, aber. Ruhig, Sol. Ich bin mit Panam hier. Panam? Ja. Sie ist fort. Nicht auf ewig. Wir holen dich raus. Du. Ich kenne dich. Der Söldner. Ja. Ist ziemlich hinüber. Bisschen Stärkung gefällig. Elefantendosis. Und? Wie geht's ihm? Oh, ja. Zeit, meine Tanzschuhe anzuziehen. Wird's überleben. Und jetzt verschwindet von dort. Auf dem Weg nach draußen. Ich werf den Motor an. Bin gleich bei euch. Bist an den Wachposten vorbei. Aha. Und wenn wir zu zweit genauso leise sind, kommen wir hier raus, ohne eine Kugel abzufeuern. So kann ich das Geld nie aufsammeln. Genau. Vom Keller sollte ein Ausgang nach draußen führen. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir nehmen einfach denselben Weg, auf den wir reingekommen sind. Ah, hier zeigt sie mir lang. Aber da sehe ich ja noch Wachposten da, ne? Wo ist er hin? Ah, daneben geschossen! Verdammt! Haben wir auch gleich so machen können, ne? Mal ganz kurz looten hier. Haufen blaues Zeug. Die auch weg. Oh, hier. Problem Solver. Aha, nett. Und das Schema dazu. Ja, sehr cool. So, komm, Sol, wir fetzen ab. Rein mit dir. Komm. Na dann mal los, Panam. Panam, du machst einen Fehler. Schon wieder. Was? Ist das dein Ernst? Diese Teufel wollten unseren Standort wissen. Wenn wir jetzt ins Lager fahren, führst du sie direkt dahin. Hast du mal rausgeguckt? Der Sturm verwischt alle unsere Spuren. Den Blutgeruch? Was? Sind noch mehr auf den Fersen. Fuck! Okay, es geht nochmal los, wie es aussieht hier. Müssen sie loswerden. Da scheint jemand anzuklopfen. Leck mich, Sol!
dich aus der Mühle nicht raus! Schüttel die Wichser ab! Ja, ist auch nur ein kleiner Van, ne? Mach dich bereit! Ich jetzt mit meiner Pistel hier, oder was? Ja, geil. Schon. Auch mit der Babypistole hier, da ist das echt. Ich muss mir echt mal eine fette Knarre zulegen für solche Sachen hier. Ja, alles nachladen. Geschafft. Ach, nicht übel, Kleine. Hätte ich auch nicht besser hingekriegt. Wir haben es irgendwie hinbekommen, ne? Danke. Aber Sturmgewehr oder so wäre jetzt schon nicht schlecht gewesen. Oder so dieses MG. Hätte man nochmal... Wäre ein bisschen angenehmer gewesen, zumindest zum Fight, ja eben. Rein, schnell! So ein kleiner Bungalow hier. Ich muss mal durchatmen. Boah, hier sieht man ja gar nichts. Ist ein bisschen dunkel, ne? Was machen wir denn jetzt, Leute? Rechtzeitig zum Abendessen. Kein Hunger. Hab schon eine Tonne Sand gefressen. Super lecker. Was jetzt? Wollte nicht in den Spiegel gucken. Nicht mehr in den Spiegel schauen. Ja. Ein bisschen Strom wäre gut. Hilfst du mir suchen, wie? Ich fang hier drin an. Okay. Da ist was. Reparieren. Hey, es hat geklappt. Wir haben Licht. Das war ja einfach, ne? Her damit. Meins. So. Verdammt. Es wird kalt. Hab versucht, die Heizung anzuwerfen. Ging aber nicht. Kannst du mal checken? Vielleicht schaffst du es ja. Weißt du was? Guck mal nach der Sicherung draußen. Ach, außen. Vielleicht okay. Wackelt die. Wenn ja, drück sie einfach wieder rein. Das ist das Ding, ja. Das Flachbandkabel ist die Sicherung? Okay. Na gut, wahrscheinlich hat deswegen der Schalter ausgelöst. Du, was ich sehe? Mindestens haltbar bis vom letzten Krieg, aber hoffentlich noch kein Gift. Ist wohl unser Glückstag. Glückstag? Interessante Wortwahl. Kommt gleich wieder ein Vortrag? Nein, kein Vortrag. Aber wir sollten reden. Na dann mal los. Der ganze Scheiß mit den Wraiths hätte nicht passieren dürfen. Die wollten alles. Lagerstandort, Routen, Verladepunkte. Wüssten die, in welchem Zustand wir uns befinden? Ein, zwei Überfälle. Und das wär's für uns. Und hättet ihr mich da nicht rausgeholt, wäre das mein Ende gewesen. Siehst du das? Kiefer arbeitet, gefurchte Braue. Seine Art, Danke zu sagen. Klar gab's hier unter Streit. Sicher, wie in jeder Familie. Sollten wir nicht wieder ausgraben? Finde ich auch. Wenn du wieder zurückkommen willst, würden wir dich mit offenen Armen empfangen. Aber manche Dinge müssen sich auch ändern. Das heißt, kein Vordringen mehr. Geht das wieder los? Ich sag dir, was losgeht. Okay, die Knarre scheint ein bisschen buggy zu sein gerade. Wir können die Ruffen nicht allein bezwingen. Also willst du unseren Biotechniker verscherbeln? Sag ihm, dass das eine Scheißidee ist! Ich sehe das wie Panam. Klingt nach einer richtigen Scheißidee. Danke. Was weißt du schon über all das? Mehr als du glaubst, Saul. Hab
hab mal für Arasaka gearbeitet. Ich weiß eine Menge. Arasaka ist nicht Biotechniker. Der Unterschied liegt nicht in ihrem Vorgehen. Das ist immer gleich. Weißt du, was ihr für die seid? Sklaven. Zum Ausbeuten und Verschlingen. Aber nur im besten Fall. Danke, Vi. Besser hätte ich's nicht sagen können. Weißt du was, Kleine? Später können wir uns immer noch gegenseitig an die Gurgel gehen. Das hoffe ich doch. Aber jetzt würde ich mich echt gern ausruhen. Soll ich helfen? Halt's Maul. Wisst ihr, wie man so einen Sturm in Nordafrika nennt? Habuk. Habub. Was? Ich Habub. Habuk. Ich liebe dieses Wort. So kenne ich es zumindest. Ein Sandsturm. Was war das denn gerade? Bestimmt nur die Mets. Ah, komm hier, Whisky. Zack, her damit. Auf Habubs. Ja. Auf Habubs. Lustig. Was denn? Ich schlafe selten unter Dächern. Und trotzdem ist es mit dir schon das zweite Mal. Wenn man Tag und Nacht auf der Straße ist und der Hintern langsam mit dem Sitz verschmilzt, vergisst man, wie das ist. Und? Findest du es so besser? Nein, nur anders. Daraus könnte man ein nettes Motel machen, oder? Kleiner Kamin, genug Suff. Fehlt nur der schlecht gelaunte Typ am Empfang. Den haben wir doch hin. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Es ist alles perfekt. Ohne Schuhe wäre es bestimmt angenehmer, werte Dame. Nach so einem Tag. Ich glaube, wir würden alle ersticken. Ach was. Gerade nach so einem Tag verdienst du etwas Entspannung. Ach ja? Was schwebt dir denn vor? Ich glaube nicht, dass sie begeistert wäre. Hier im Independent California steht Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Ihr Wunsch ist uns Befehl. Vorsicht. Du weißt nicht, was ich mir wünschen würde. Hm? Weißt du, ich denke, wir sollten jetzt schlafen. War ein verdammt langer Tag. Wie? Ich bin froh, dass du da bist. Danke. Das bedeutet mir viel. War mal wieder ein Abenteuer mit dir. Hörst du das? Nein. Mhm. Der Wind hat nachgelassen. Weiß nicht, wie das bei Habubs ist. Oh, aber wenn ein Chinook durch die Prärie saust, mache ich immer kein Auge zu. Nicht mal kurz. Tja, da du einpennst, ist es wohl kein Chinook. Na, Johnny. Im Namen der Mitarbeiter des Independent California Motels. Na sicher. Wünsche ich Ihnen süße Träume. Langsam taut er richtig auf, der Johnny, ne? Muss man schon sagen. Also am Anfang war er ja doch sehr gegen wie. So, the morning after. Noch irgendjemand da? Natürlich nicht. Hm. Wenn man Bopanam ist. Hey, du lebst ja noch. Boah, ey, das sieht ja wohl. Gute Arbeit, wie. Ich bin immer wieder begeistert, Leute. Das ist schon geil, das Game. Richtig cool. Ich sag dir eins. Nächstes Mal suche ich das Motel aus. Wenn es ein nächstes Mal gibt. Ja, warum denn nicht? Ich hab wie ein Baby geschlafen. Du
Gemütliche Schulter hast du da. Echt schade, dass ich gleich los muss. Für ihn bestimmt auch. Stimmt. Moment. Ich dachte, du willst zurück zu den Aldecaldos. Beim Clan bleiben. Ist auch so. Komm. Gestern Abend beim Gespräch mit Saul. Danke für die Rückendeckung. Doch eins noch. Die Wraiths, der Überfall. Das war nur der Anfang. Wir müssen uns drauf vorbereiten. Saul kümmert sich ums Lager und ich... Und du? Die Ruffen wollten unsere Routen, stimmt's? Jetzt sind die Aldecaldos dran. Ich werde Informationen sammeln. Eins noch. Deine Belohnung. Behandle sie gut. Hat mich lange begleitet. Ei. Das Ding hat einen Schalldämpfer? Boah. Wie geil ist das denn? Sie ist in guten Händen, Panam. Ich weiß. Also, danke. Sehr nice. Jo, kein Ding, Panam, ne? Sprich mit Panam, wer möchte gerade? Pass auf dich auf. Du auch, Panam. Und denk dran, ich schulde dir was. Ich komm drauf zurück. Okay, zurück nach Night City V. Hab die Schnauze voll von diesem Kaff. Wie fühlst du dich? Frei. Das beste Gefühl der Welt. Habt ihr das Kriegsbeil mit Panam begraben? Das war wohl eher eine Spaltaxt. Und sowas lässt sich nur schwer begraben. Und oft bleibt sie dann nicht lange in der Erde. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich. Sie hat das Herz am rechten Fleck. Ich sollte dann mal los. Na, das sollten wir auch. Erst wenn der Kühler sich beruhigt hat. Danke, Vi. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Kein Problem, mein Freund. Also Leute, ich denke mal, da kommt noch mehr von Panam. Und das werden wir uns auf jeden Fall auch anschauen. Bis dahin, lasst mir ein Däumchen da und ein Abo, wenn ihr es noch nicht habt. Und happy gaming!